mit einem Riesenapplaus. Hier ist sie, Sophie! Kunst ist deine Hure, zieht sich aus für jedermanns Fantasie, offenbart all ihre Farben im Strudel ihres Seins, um ihre Existenz zu sichern und verkauft sich immer unter Wert. Kunst ist deine Verführerin, schmeichelt unseren Augen, gekuschelt an unsere Herzen, entlockt sie uns gekonnt unsere Geheimnisse, zieht uns aus, die Masken von unseren Gesichtern, beschert uns Gänsehaut, wenn sie immer unsere Seelen streichelt. Kunst ist deine Zauberin, zeigt sich als Gewand der Inspiration, verwandelt sich in die kühnsten Träume, die fantastischsten Märchen und ist ebenso Spiegel für die Hässlichkeit der von uns geschaffenen Welt. Offenbart dann doch immer wieder kleine magische Momente. Kunst ist deine Gestaltenwandlerin, definiert sie jeder Mensch doch unterschiedlich, sieht in ihr was anderes, nimmt sie anders wahr, versteht sie verschieden. Kunst ist ein Tier, wild, mächtig, aufbrausend, wenn es darum geht, etwas zu kritisieren. Jedoch scheu wie ein Reh verkriecht sie sich, wenn sie auf blinde Augen taube Ohren trifft. Kunst ist eine Philosophin, erleuchtet uns in ihren Details einen neuen Sinn, hinterfragt unseren Blick auf ihre Blöße, bevor sie uns ihre Geheimnisse offenbart. Kunst ist ein offenes Buch, das uns erlaubt, zwischen den Zeilen zu lesen und uns selbst dort wiederzufinden. Kunst ist eine treue Freundin, begleitet uns im Alltag wie in den großen Stunden, um dann und wann ein Lächeln auf unsere Lippen zu zaubern. Fasziniert uns, inspiriert uns, unser Ändern zu leben und von Großem zu träumen. Literatur, Artistik, Architektur, Musik, Film, Design, gefühlt, gehört, gesehen. Kunst ist die Muse selbst und sie ist schön. Unser Staunen, unser Applaus schmeicheln ihrer Gestalt. Sie wiegt sich im Takt unserer Herzen und die Faszination hallt noch lange in den Gedankengängen nach. Doch dann wird es dunkel. Die Spots gehen aus, die Massen verlassen den Saal. Zwischen den Stühlen liegen benutzte Taschentücher und leere Bonbonquartiere, geknüllte Notizen, Scherben, leere Flaschen und Fussel von abgenutzten Jacken. Zwischen dem Dreck, den paarweise Schuhe hineingetragen haben, Dreck und Elend, Stress der Tage, tief traurig triefende Gedanken, den ganzen Müll, den wir ihr dagelassen haben. Und dann zeigt die Kunst ihr wahres Gesicht, zwischen Schnapsleichen in Ecken gekuschelt, in Ecken verkrochen, zeigt sich sie tick gar nicht so anders als du und ich. Zum glitzernden Zauberspiel gehören auch die düsteren Stunden, zum Glück auch das Pech, zum Fortkommen auch die Antriebslosigkeit, zum Schaffen auch das Treiben lassen. Aber solange wir wissen, in welche Himmelsrichtung wir treiben müssen, um irgendwann ans Ziel zu kommen, oder zumindest auf dem Weg kein Abenteuerpriester ausgelassen zu haben, ist das doch alles genau richtig. Solange wir wissen, was uns inspiriert, was uns Kraft schenkt, was unsere Leidenschaft entfacht, kann keine Mühe vergebens und kein Umweg ein Irrweg sein. Solange mir die Kunst Kraft für einen Morgen gibt, kann ich auch sagen, dass brotlose Kunst Kuchen genug für mich ist. Thank you.